Liebe Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Wir stehen vor dem Eingang des Mount Nebel. Und diesen Weg hier kennt ihr ja, den haben wir ja bereits im letzten Rückblick mit Cloud schon mal beschritten. Und hier gibt es ein paar sehr coole Gegner. Die Gegner kennen wir auch zum Teil, wenn wir sie nicht schon mal mit Sephiroth besiegt haben. In diesem Rückblick da. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es hier gleich auf einem Hügel eine neue Waffe für Cloud. So, nee, das behalten wir uns mal ein bisschen. Ich habe den falschen ausgewählt, scheiße. Na egal. Boah. Hätte ich dann mal sofort gemacht. Du kriegst halt nur Feuer. Oder nicht. Hm. 1020. Auch eine verdammt gute Trainingssession hier möglich in diesem, oder auf diesem Berg. So, da oben sie. Haha. Oh, scheiße, er darf noch physisch angreifen. Das war nicht so geplant. Los, tot. Okay. Tschüss. Tschüss. 1050. Geil, geil, geil. So, da oben geht's einen Weg hoch und da oben steht eine Kiste. Und da ist eine Waffe für Cloud drin. Ich glaube aber, die habe ich schon. Ich glaube, da ist der Superstähler drin. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, ihr seid ja allein wegen Feuer, habe ich gehört, ne? Bitteschön. Mal alle gelernt, sehr schön. So. Superstähler? Nee, das Runenschwert. Da oben war noch eine Kiste, habe ich gerade gesehen. Runenschwert. Wachstum doppelt, aber ihr seht's, die Fassung ist nicht verknüpft. Das ist blöd. Was ist denn hier materiatechnisch am Start? Heilung und Blitz. Ja. Die geilsten Waffen haben keine verknüpften Fassungen. Das ist echt scheiße. Tja, was mache ich jetzt? Ich würde natürlich gerne die Heilung sehr viel schneller lernen. Aber ja gut, das hier oben muss ich ja nicht verknüpfen. Das ist ja Schwachsinn. Wisst ihr was? Dann habe ich halt Heilung nicht auf alle. Nee, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt und tausche das mit dem. Dann kann ich zumindest noch Blitz auf alle zaubern. Zwar nicht so geil, aber naja, gut. Es ist ein kleines Rechenspiel, was sich für euch besser lohnt. Aber, so, jetzt kann ich ja Feuer raushauen. Jawohl. Oder ich gebe Heilung einfach jemand anders. Aber dann, ja, das ist, dann ist ja der Sinn dahin. Dann habe ich ja
Das nicht schneller gelernt. Das ist ja Schwachsinn. Ich muss aber jetzt mal dringend heilen. Sehe ich gerade. Aber ich hau jetzt mal... Ach du Scheiße, nein. Ich hau jetzt mal meine ganzen Tränke hier raus. Die sind ja eh alle für den Arsch. So, alle verbraten. Sehr schön. Wie komme ich denn da hoch? Da oben war noch eine... Muss ich da hinten? Ah, ich glaube, ich muss da hinten. Hoch? Ja? Ah! Da bin ich noch nie lang gelaufen. In wie vielen Stunden dieses Spiel ich investiert habe. Ich bin da noch nie lang gelaufen. Aber wie komme ich denn jetzt da oben hoch? Ah, okay. Da muss ja was Geiles drin sein. Oh, guck, da ist mal so Rundschwert. Das sieht richtig geil aus. Ich hätte Feuer machen sollen. Scheiße. Ah, Granate. Die passt jetzt wunderbar auf drei Gegner. Was? Die sind nicht tot? Jetzt aber. Und tschüss. Ich bin hier am Level sammeln, das ist unfassbar. Und jetzt... Oh, das ist eine Waffe für Red. Okay. Gut. Platinspange, geile Sache. Oben geht es aber auch nochmal lang, ne? Oder bin ich da eben lang gelaufen? So. Bin ich da lang gelaufen? Ich glaube schon. Also zu diesem Spielzeitpunkt hatte ich noch nie so viele HP. Noch nie. Man könnte sagen, ich wäre überlevelt. Übrigens, ein bisschen Schleichwerbung. Die geilsten Erdnüsse, und Erdnüsse sind super geil fürs Training wegen Eiweiß. Gut und günstig. Edeka. Die Nüsse sind die besten. Ohne Scheiß. Ich habe schon viele Nüsse gegessen. Aldi, Lidl. Keine Ahnung. Aber die vom Edeka, die ficken alles weg. Die sind so scheiß lecker. Ich muss auch gerade mal hier... Oh, ah ja. Ah, hier sind diese Röhren. Hm, ja genau, wie war das noch? Ich muss mir jetzt hier eine Röhre aussuchen. Oder vielmehr, ich kann mir eine Röhre aussuchen. Ich muss nicht. Ich laufe erstmal ganz kurz hier runter. Da sehe ich nämlich ungefähr, wo die auskommen. Ich kann ja hier wieder hoch, nicht wahr? So, die 1 und die 2. Ich glaube, ich muss in die 3. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Denn da unten auf dem Boden ist ein Item. Also wenn ich hier lang gehe, seht ihr den Reaktor wieder. Da können wir jetzt theoretisch... Nee, können wir da überhaupt rein? Doch, da kann ich rein. Muss ich nicht und will ich auch nicht.
Ich meine, ich muss in die zweite Röhre, damit ich das Item kriege, was ich haben will. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir versuchen es einfach mal. So, jetzt noch ein Schlag Nüsse. Ach du Scheiße, wer ist das denn? Oh, 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 oh. Boah. Aua. Oh, fuck. Oh. Schön auf dich. Flammenwaffe gelernt, sehr schön. Oh, 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 oh. Kannst du nur das, oder was? Scheiße, Barrel ist tot. Mann, wo Ohren sehe ich jetzt nicht gerade? Auf Aeris, ne? Ja, das ist doch scheiße, ist das. Wieso sehe ich das nicht? Ah, jetzt. Alles klar. Ich glaube, der kann nur Flammenwerfer. Ach, verdammte Scheiße, ey! So, komm. Belebt. Ja, danke. Haha. Kannst du mal sterben? Scheiße. Jetzt stirb. Ja, also. $900? Das ist alles? Du Arschloch. So, ich glaube, ich muss in die 2. Ich gehe auch in die 2. Jo, war richtig. Power Soul. Das ist eine Waffe für Tifa. Und da seht ihr einen Kampf. Kann ich nicht mal einen Satz ordentlich aussprechen, ohne von diesen blöden Fickern hier unterbrochen zu werden? Ist der Flammenwerfer vielleicht für alle oder ist er nur für einen? Schade, nur für einen. Na egal. Oha. Boah. Hallo. So. Zelten. Speichern. Ja. So. Das hier ist, wie heißt der? Materia-Schützer oder sowas? Ich komme nicht drauf. Und der ist gar nicht so einfach. Aber er hat einen Zauber oder eine Attacke drauf, die ich lernen kann. Das nennt sich Trine oder Trine. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich werde jetzt so lange warten, bis er die zaubert. Okay, vielleicht nicht so. Ich greife vielleicht ein paar Mal an. Und man sieht, der ist nicht ohne, der Bursche. Das ist eine Flächenattacke, die er da macht. Also da werde ich das mit Barret und mit Cloud erlernen.
Großes Horn, okay. Der muss das machen, bevor er stirbt. Los, komm, hau das Ding raus. Ach du Scheiße, Höhlenkombo. Mach deinen Scheiß, Mensch. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte einen Heiltrank werfen. Scheiße, habe ich jetzt keine Elixier mehr? Doch, zwei noch. Okay. Jetzt mach deine Trine. Komm. Substanzhalter, genau. 5-4 hat er noch, okay. Da kann ich noch ein bisschen draufrotzen. Oh oh. Oh oh. Oh, Scheiße. So, jetzt mach. Komm. Oh, er heilt sich. Ich treffe nicht mehr. Da ist er. Endlich. Kann ich direkt mal lernen? Jupp. Flammenwerfer. Oh, das heilt ihn. Das war doof. Na ja, gut. Was hat er denn noch? Drei, vier. Okay. Och ne. Ach, ich bin völlig unkonzentriert gerade, Mensch. Aeris muss ganz dringend einen Heilwind auspacken. Nicht auf Nein. Ah, oh, fuck, ey. Das ist sein Limit auch weg. Scheiße. Jawohl.
Jetzt hält er sich schon wieder. Ich mache den Kampf unnötig lange. Noch 300. Noch ein Angriff von Cloud. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Nicht über 704. Bitte, bitte. Scheiße. Nicht auf Cloud jetzt. Nicht auf Cloud jetzt. Danke. Oh, das war gar nicht gut, ey. So, tschüss. Sorry, wenn es gerade so. Ich hatte eigentlich nur das Fenster auf und es hat bis eben noch die Sonne geschienen und irgendwie jetzt gerade nicht mehr. Naja, what the hell. Was haben wir hier? Konter. So, ich werde jetzt hier speichern. Erstmal zelten. Damit wäre Mount Nebel abgehakt. Und da sind wir draußen. So. Und da vorne sehen wir die nächste Stadt. Da ist sie. Mit so einer kleinen Rakete. Jetzt wird es echt hier viel zu dunkel bei mir. Also ich entschuldige mich dafür, das habe ich so nicht geplant. Ne, so ist so besser. Ja, bisschen. Hammerschlag gelernt. Okay. Das heißt, ich kann Barrett's Limit wieder umstellen. Auf das. So. Alles klar. Wir speichern. Ach, habe ich ja gerade eben, ne? Ja. Völlig Wurst. So, Freunde. Beim nächsten Mal schauen wir uns an, was das hier für ein kleines Dörfchen ist. Und wir kriegen vielleicht sogar noch einen neuen Charakter. Who knows? Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.